Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf TimLP, zu einer neuen Oldtimer-Mod-Vorstellung für den LS22 und ihr seht schon vor mir, es gibt einen schönen Deutz. Ich bin ja ein kleiner Deutz-Fan, Deutz-Oldtimer war der erste Traktor, auf dem ich als Kind mal saß und deswegen habe ich da eine, ja schon... besondere Beziehung zu und dementsprechend freue ich mich auch, dass ich euch heute eine Deutz-Mod vorstellen kann. Die Credits, also wer den Deutz gemoddet hat, wer da alles dran gearbeitet hat, an diesem Projekt, am Shopbild, am Modell, blende ich an dieser Stelle mal ein, damit ihr seht, wer da alles dran gearbeitet hat. Und wir gehen wie immer vor. Ich gehe gleich in den Shop, wir gucken uns die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten an. Danach zeige ich den hier im Spiel, das heißt, wir gehen einmal um das Modell rum, gucken uns die Texturen an, die Details an, was es alles für Möglichkeiten gibt und dann am Ende zeige ich den Sound. Und bevor wir einsteigen, ich habe in meine Analytics geguckt und gesehen, dass 75% meiner Zuschauer gar nicht meine Abonnenten sind, das heißt, ihr könnt das ändern, indem ihr mit einem Klick den Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. So, das war's mit der Werbung und wir steigen jetzt mal ein in diese Mod-Vorstellung. Das heißt, wir gehen als allererstes in den Shop und gucken uns an, was das alles für Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Es handelt sich hier um den Deutz D25 bzw. Deutz D30. So, den findet ihr hier unter Kompakttraktoren. Da müsst ihr einmal ganz nach hinten. Und dann seht ihr hier das Shopbild schon, Deutz Fahr D25 für 8500 Euro. Shopbild, ja, ist doch recht hochauflösend, ist mal ein bisschen anders gehalten mit dem Kreis hier und der Map im Hintergrund finde ich gar nicht so schlecht, aber ja, ich bevorzuge eher solche Shopbilder, aber das ist Geschmackssache, wo wirklich nur der Traktor zu erkennen ist. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ist es nicht verpixelt? Ist es eigentlich ein ganz gelungenes Shopbild, wie ich finde. So, dann gehen wir mal rein. Hier sehen wir die Mod. Was mir direkt aufgefallen ist, tut mir leid, dass meine Stimme ein bisschen weg ist. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die Mod glänzt wie eine Speckschwarte. Da bin ich nicht ganz so der Fan von. Aber der wurde halt reichlich aufpoliert, der Lack. An sich sieht er erstmal sehr schön aus, auf die Textur kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Kommen wir erstmal auf die Konfigurationsmöglichkeiten. Hier gibt es die Möglichkeit, einen Bügel anzubringen. Finde ich ganz schön, der Bügel. Habe ich auch, seht ihr gleich auch im Game, eine Version habe ich mit dem Bügel ausgestattet. Also es gibt die Standardversion und es gibt die Version mit Bügel. Dann gibt es bei der Anhängerkupplung, da musste ich erstmal gucken, was damit gemeint war. Es gibt ein Frontgewicht, das seht ihr hier, so ein 100 Kilo Gewicht unterhalb der Anhängerkupplung. Das heißt, es hat quasi nichts mit der Anhängerkupplung an sich zu tun, aber es gibt ein zusätzliches Frontgewicht von 100 Kilo, was hier unterhalb des vorderen Zugmauls angeschraubt wird, über diese vier Schrauben hier. Ja, genau. Dann Kapazität, damit ist die Tankkapazität gemeint. Von Haus aus hat er 36 Liter Tank, also ein 36 Liter Tank. Ihr könnt hier auf 50 Liter gehen, dann habt ihr hier noch so einen kleinen Kanister. Nach Adam Riese müssten das ein 14 Liter Kanister sein, ja, den ihr hier noch mit anschrauben könnt. Finde ich, ja, finde ich, ist ein ganz schönes Detail eigentlich. Mit dem Rot passt es auch ganz gut zu den Felgen, also gefällt mir ganz gut. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit eines Frontladeranbaus für den Bars-Frontlader, also den, ja, Klinkenzug,
was ist das, ein Klinkenzug Frontlader oder wie nennt sich das? Also wirklich so ein Oldtimer Frontlader, könnt ihr hier anbauen. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. So, Motorausführung. Jetzt kommen wir zu den Motorausführungen. Es gibt manuelle Schaltung und Automatikschaltung für jede Motorenkonfiguration. Wir haben hier den D25. Der hat 20 PS und der ist einmal, wie gesagt, als manuell zu haben oder Automatik zu wählen, also stufenlos. Wie gesagt, 20 PS. Die 20 km/h konnte ich gerade nicht erreichen. Also Spitze fährt er meines Wissens nach 18 km/h. Also jetzt im Spiel. Können wir gleich aber nochmal zusammen gucken. Dann gibt es den D30 manuell, der hat 28 PS. Und den D30 Automatik, der hat auch 28 PS, aber ist halt Automatik, wie gesagt. Jetzt wollte ich nochmal gucken, der soll auch 20 km/h haben, fährt aber auch, glaube ich, nur 18 km/h. Aber das können wir gleich ja nochmal gucken. Vielleicht fährt er bergab 20 km/h. So, Reifenvarianten gibt es auch noch zwei verschiedene. Einmal diese recht schmalen Reifen und dann gibt es noch die Gitterräder. Ja, also ist so ähnlich wie eine Ackerkralle, ne? Richtig gut für den Acker. Schön hätte ich es gefunden. Also ich habe es nicht gefunden, dass man die so nachträglich per Hand anschrauben kann. Das geht leider nicht, sondern die muss man sich so im Shop holen oder konfigurieren, bevor man auf den Acker fährt. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Spiel und gucken uns mal die Texturen an. Eine Sache wollte ich noch gucken. Der D30 Automatik kostet 8660. Der kostet nur 160 mehr als der... Nee, der kostet gar nicht mehr. Also der kostet nicht mehr als der D25. So, wir gehen jetzt mal ins Spiel. Da sind wir schon angekommen. Und jetzt gucken wir uns mal die Texturen an. Was mir direkt auffällt, es ist eigentlich, ist er nicht so eklig eckig, nenne ich es mal. Es gibt manche Mods, die sind so richtig, richtig eckig und das sieht nicht gut aus. Das ist hier nicht der Fall. Hier sind schöne Radien dran eigentlich. Was mir aber direkt aufgefallen ist, er ist sehr texturarm. Der ist aalglatt, würde ich es mal behaupten. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich habe es lieber, wenn mehr Texturen dran sind. Der Schriftzug ist schön, der Deutz D25 Schriftzug ist richtig schön. Ich wollte noch mal eben gucken. Hier steht jetzt auch Deutz D25 dabei, ist, obwohl die Variante mit dem Bügel ist eigentlich der Deutz 30, D30. Deswegen passt die Plakette hier eigentlich nicht. Und ich gucke noch mal eben, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube, ja doch, D30. Eigentlich müsste dann ja D30 dran, wenn ich mich nicht täusche. Dafür sind die Zierblenden in dem Gold echt sehr, sehr schön angebracht. Aber ich finde, ein bisschen wenig Texturen hat er. Aber so sieht er eigentlich ganz schön aus. Ne? Ein bisschen mehr Texturen hätte ihm gut zu Gesicht gestanden. Und ein bisschen mehr Details. Aber an sich ist es eine solide Oldtimer-Mod, wie ich finde, vom Erscheinungsbild. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Texturen wäre schön gewesen. Vielleicht auch ein Sitzpolster drauf. Ich weiß auch nicht, was da gerade aus dem Sitz rauskommt. Das würde mir am Hintern persönlich relativ wehtun. Naja, als nächstes würde ich mal einmal reingehen und wir hören uns mal den Sound an. Und bevor wir uns aber den Sound anhören, wollte ich noch was zum Gang sagen. Ich habe hier manuelle Schaltung gewählt. Das heißt, wir haben hier, erstmal muss ich den Motor starten natürlich. Den Sound hören wir uns aber gleich nochmal an. Okay, da rennt der Sound. Da ich letztens noch einen Deutz privat gefahren bin, Oldtimer, ein, was war das, ein F2L612, auch ein Zweizylinder luftgekühlt, genauso wie dieser, kann ich sagen, dass der Sound ziemlich gut passt. Also das hört sich sehr originalgetreu an, das kann man sagen. Worauf wollte ich zu sprechen kommen? Die Gänge. Wir haben hier vier Gänge, die man schalten kann. Vier Vorwärtsgänge, einen Neutralgang und einen Rückwärtsgang. Und dann haben wir noch zwei Gruppen. Einmal langsam und einmal schnell. So, ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt mal an im vierten Gang. Wir fahren direkt im vierten Gang an und in schnell. Aber gehen erstmal in die Innenansicht.
Und hier sieht man, dass hier ist auch alles ziemlich glatt. Also wie gesagt, ein paar mehr Texturen wären ganz schön gewesen. Lenkrad ist ein bisschen eckig. Das, ich weiß, das ist gar nicht so einfach anscheinend. Ich bin ja selber kein Modder. Aber es gibt sehr viele Mods mit eckigen Lenkrädern. Bei dem Lanz vom LS Oldtimer war das nahezu perfekt rund. Also es scheint ja zu gehen. Und die Anbauteile, die Schalter und das Lenkrad hier sind sehr, sehr schwarz, dass man fast überhaupt keine Textur erkennen kann. Also wie gesagt, der Mangel an der Mod, würde ich sagen, sind die Texturen. Aber an sich doch ganz schön. So, jetzt wollte ich es mal eben zeigen. Die Pedale unten, auch die Schaltung ist alles animiert. So, und wir geben jetzt mal Gas. Ich will mal V-Max wissen, also die maximale Geschwindigkeit. Wir fahren jetzt gerade über dem Acker. 16 km/h, 15. Wir fahren jetzt gleich mal auf die Straße und gucken mal, wie schnell wir da sein werden. Der Rauch ist ganz cool animiert. Also der Qualm aus dem Auspuff. Ja, und auch so die ganzen unten die Lenkung an den Rädern. Also die Details sind schon da, aber wie ich eben schon ein paar Mal gesagt habe, hätte es ein bisschen schöner gewesen, hätte er mehr Texturen gehabt. So, ich suche hier eben die Feldausfahrt. Ich will jetzt nicht unrealistisch durch den Zaun fahren. Da ist er. So, und dann gehen wir mal auf die Gerade und gucken mal, was er kann. Das ist der mit dem kleinen Motor, also wie gesagt der D25. So, und ich habe es eben schon gesagt, 18 km/h. Also ich stehe voll auf dem Gas. Mehr als 18 km/h kriege ich nicht hin. Vielleicht kriegt man 20 km/h bergab hin. Aber mehr ist meines Wissens nach hier nicht möglich. Ich bin jetzt nochmal leise so da und gehe in die Außenansicht, sodass wir mal den Sound hören. Ich schalte auch mal dazwischen. Man hört auch so ein bisschen das leichte Schleifen vom Getriebe. Das ist in echt auch so. Also wie gesagt, vom Sounds her kann ich gar nicht meckern. Das gefällt mir sehr gut. Die Mod an sich gefällt mir sehr gut. Der einzige Kritikpunkt, den ich äußern würde, ist, dass die Texturen ein bisschen wenig sind, finde ich. Also ein bisschen aalglatt das Ganze. Das ist der einzige Kritikpunkt und das mit der Plakette, dass da auf dem D30 auch D25 steht. Aber an sich finde ich die Mod gut und ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde diese Mod in mein Oldtimer-Projekt übernehmen. Ihr wisst es oder die, die es vielleicht auch noch nicht wissen, ich betreibe eigentlich immer im LS, im LS19 habe ich das sehr akribisch hier gemacht, ein Oldtimer-Projekt, wo ich nur mit Oldtimer-Mods zocke und das wird es auch wieder für den LS22 geben, sobald ich genügend Oldtimer-Mods habe und der Deutz wird sich genauso wie der Lanz vom LS Oldtimer in mein Oldtimer-Projekt einreihen und wenn ihr mein Oldtimer-Projekt nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, der Link zu dieser Mod befindet sich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sie direkt downloaden. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Zocken. In diesem Sinne, macht's gut, euer Tim. Ciao.